Ja moin! Ich baue ja ganz gerne mal Städte nach euren Ideen in den Kommentaren. Und heute gibt's ein Special. Ich versuche heute mal eure Kommentare in High-Rise City umzusetzen. Und falls ihr jetzt alle beleidigt ausmacht, weil das kein City Skylines ist, hier ein kurzer Zusammenschnitt, wie ich die ganzen neuen Features von diesem Game entdecke. Alter, was ist das denn? Hier oben können einfach Leute einziehen. Kann ich damit meine Stadt einfach in ewige Dunkelheit stürzen? Einfach das einzige Produkt, was aus unserer Kirche rauskommt, ist Abfall. Man kann halt wirklich alles, was es in diesem Game gibt, auch nochmal einzeln setzen. Inklusive einfach Menschen. Juckt euch auch so gar nicht, was hier passiert, oder? Es gibt hier auch statt einer großen Müllhalde ganz viele kleine Müllhalden. Heißt, wir können jedem Haus einzeln vor die Haustür scheißen. Man kann hier voll seine Bewohner mobben, als ob ich jetzt von nur diesem Haus die Steuern hochsetzen kann. Alter, 14-spurige Straßen? Wahrscheinlich kann man da einfach direkt daneben wohnen. Mit Tempolimit fucking 300. Man kann hier auch selber Häuser erstellen. Ich habe mal ein bisschen rumprobiert und das hier geschaffen. Achtung! Das gehört zur Dekoration des Hauses dazu. Ich glaube, ihr seht, dass wir mit dem Game eine Menge Spaß haben werden. Ja. Herzlich willkommen, Sir Dr. Med Knödel Karl III. Von und zum Mac-Menü Small, Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, inklusive Dönerbude hinterm Aldi, Weltraumpilat und Hähnelmeier Delikatess-Senf-Enjoyer, außerdem amtierender Weltmeister im Fingerhackeln und Frontmann der Sportfreunde Stiller. Also wie kann man den bei dem Lebenslauf nicht wählen? So, mal gucken, was der erste Kommentar zu sagen hat. Mach mal so eine Stadt im Berg, wenn das geht, wäre echt cool. Ja, da habe ich gute News für dich, ab heute geht das. Das wird jetzt erstmal eine Weile dauern, das Landscaping-Tool ist echt langsam. Also die Kameraführung, um hier so eine Höhle zu bauen, ist halt absoluter Schmutz. Das sieht aus wie die Höhle vom alaskanischen Stierwurm. Das Game lässt mich jetzt leider die Straße nur so bauen, aber da müssen wir jetzt mitarbeiten. Ah, es gibt einen Ignore-Landscape-Modus. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie das da drüben funktioniert, aber hey, die Straße ist verbunden. Die Leute weigern sich leider da unten einzuziehen, aber was natürlich geht, ist Gemüse anbauen. Macht ja nur Sinn, ne? Wenn man frische Gemüse geholt, ist es das Schlechteste. Einfach ein paar Straßenlaternen aufs Feld und dann wächst das schon. Die Leute brauchen hier auch unfassbar viele Ressourcen. Eine Schule, Krankenhaus, einen Penny, Polizeistation, Feuerwehr, eine Stromversorgung, ein Wasserturm, wo auch immer der hier sein Grundwasser ziehen möchte. Ja, so sieht absolut ein realistisches Wassernetzwerk aus. Eine der diversen Einrichtungen zur Müllentsorgung. Eine Kirche und ich habe absolut vor, eine Sekte zu gründen. Vor einiger Zeit einen Jungen Immer wenn ich Gebäude in die Höhle reinsetze, dann machen die hier so fette Löcher in die Decke und landen oben drauf. Aber die Menschen scheinen zufrieden zu sein mit unseren Untergrundkarotten. Aber wenn wir es nicht schaffen, die Menschen in den Berg reinzusetzen, dann setzen wir doch einfach den Berg auf die Menschen. Wir nehmen einfach Bikini Bottom und schieben es woanders hin. So. Soll das so sein, dass hier oben die ganze Optik kopiert wird? Ich habe das, by the way, extra so schief gebaut, weil der Sonnenstand so steht, damit alles schön im Schatten ist. Jetzt noch einen praktischen Weg zum Hochbahn. Die Kollegen hier unten brauchen sowieso alle mehr Arbeiter. Da können jetzt mal welche einziehen. Moin. Skyscraper Busch. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich Busch in Verbindung bringen will mit diesen Türmen. Bisschen weirder Move. Wir haben ziemlich hohe Beschwerden, was die Luftbeschmutzung angeht. Ich glaube, die Leute finden das nicht ganz so lustig, dass sie so eine Steindecke über dem Gesicht haben. Warum das die Leute auf der Steindecke auch betrifft, verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Das ist grober Unfug, ja? Aber hey, dafür ist jetzt der PKI-Catch verantwortlich. Wie hoch kann man denn eigentlich bauen? No off-topic questions. Because I don't want to. Die Kamera geht eigentlich gar nicht so hoch. Ich muss die immer ganz sanft hier auf diesen Felsen drauffahren, damit ich weiterbauen kann. Also nur so zur Referenz, da unten fliegt ein Flugzeug. Erneute Referenz, die Flugzeuge werden langsam echt klein. Ja, ich glaube, genau so soll man das spielen. Jetzt lass mich da hoch. Also ich versuche seit 10 Minuten die Kamera höher zu bekommen als so, aber ich glaube, jetzt ist Feierabend. Aber man kann hier auch einfach Löcher reinbohren. Bau mal die Innenstadt einer deutschen Stadt nach. Also riesige Radwege und enge Straßen mit Stau und einer Ampelschaltung, die nur 10 Sekunden grün für die Autos ist. Wir haben jetzt erstmal aus kleinen Straßen so eine Innenstadt. Jawohl, eine Brauerei, da sehe ich uns. Wir bauen München. Dann hier noch ein Einkaufszentrum hin. Da sind mir eigentlich zu wenig Leute. Einen Moment. Wir müssen es so machen wie manche deutschen Musiker. Einfach so tun, als hätte man Fans und dann bekommt man vielleicht wirklich Fans. Was machen die da die ganze Zeit für Moves? Haben die 5 Cent verloren? Oder ist das deren Marketingabteilung, die ein paar TikTok-Dance macht? Ich setze jetzt mitten in die Innenstadt ein paar Solarfelder, einfach damit die AfD-Wähler auch was zu meckern haben. Jetzt hat nämlich hier die Autobahn nicht mit der anderen Stadt verbinden lassen, weil die zu groß war. Heißt, die Autobahn geht jetzt in diesen Weg hier über. Ich bin dafür nicht verantwortlich, das Spiel ist schuld. Es gibt ja auch keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Die schießen mit Tempo 300 bis hier vor und fahren dann mit 50 weiter.
weiter. Was wir jetzt natürlich noch brauchen, ist ein wenig Weizen. Und wenn ich sage, wir brauchen ein bisschen Weizen, dann meine ich ein Weizenfeld so fett wie München. Ferry, wo ist mein Maßbier? Halt die Klappe. Ich hätte gerne einen Senf auf meine Weißwurst. Und warum habt ihr jetzt eigentlich alle Arbeitsplätze gebaut, aber keine Wohnhäuser? Seid ihr dämlich? Warum habt ihr jetzt schon wieder keinen Strom? Ey, ihr macht immer alle Probleme. Jawohl, da kommen die Weizentransporter. Und der Biertransporter. Das sind ja wirklich die einzigen LKWs, die in unserer Stadt rumfahren. It's nice to be a prize, but it's fire to be a fire. Die Leute ziehen langsam in München ein, aber die schon da sind, denen geht's eigentlich ganz gut. Ah, wir haben noch keine Kirche. Das kann im katholischen Bayern natürlich nicht sein. Was natürlich in der deutschen Großstadt nicht fehlen darf, ist, dass alles voll ist mit Müll. Genauso wichtig der Müll, der neben der Mülltonne liegt. Einsatz für die Radpolizei. Und die kiffende Mülltonne. So, hier muss es leider ganz kurz eine Baustelle hin. Wir machen die Straße auch in 4 Jahren ungefähr wieder auf und dann sieht die genauso aus wie vorher. Wichtig ist natürlich ein funktionierendes öffentliches Verkehrsnetz innerhalb der Stadt mit Stopps allen 3 Metern. Und sobald man dann ansatzweise in den Landkreis kommt, halten die einmal in der Woche. Und Leute, Tamix hier. Jawohl, die fettesten Busse und richtig viele. Was ist denn eigentlich der Bauer hier so maximal dämlich? Wie nutzt du dein Feld? Scheiße doch! Wo war denn eigentlich nochmal die Brauerei? Ah, hier. Ich weiß ja nicht, wie wir sonst den natürlichen Biergeruch von München darstellen sollen. Warte mal, wäre das möglich, dass hier jemand im Bier angelt? Wir müssen dafür ganz kurz die ganze Innenstadt umdesignen, aber das ist es absolut wert. Eventuell musste hierfür auch eine Grundschule gesprengt werden, aber was tut man nicht alles für seinen Bierfisch? Macht's euch bereit für die Oettinger Pipelines und ganz wichtiges Miniatur-Oktoberfest mit der Werbung für Weizen. Warum auch immer man für Weizen Werbung macht. Bierpong-Tische stehen bereit mit Fußball, es gibt hier halt auch nicht alles. Alter, ihr wohnt da drin mit 20 Leuten am Bierfluss? Ja gut, bei den Münchner Mieten muss man es halt aufteilen. Übrigens ein wildes Straßenschild, keine Sorge, ich glaube da hinten fährt keiner hin. Ich find's geil, wie unsere Müllautos so einen richtig fetten Müllsack oben drauf haben. Die sind richtig stolz drauf. Ja, Mann, ich hab eure Scheiße. Als ob er nie scheißen geht. Ja, natürlich haben wir viel zu wenig Arbeiter. Hier in dem Park sollen 100 Leute arbeiten. Nein, bitte nicht. Wir haben 100 Arbeiter und die Lichter flackern immer noch. Das sind auch eine von den Hausmeistern, die nur zum Rülpsen in die Arbeit kommen. So, was habt ihr hier schon wieder? Warum ist denn hier überall High Air Pollution? Ich hab heute einen Aufruf an euch, kleinen miesen Drecksschweine. Jetzt macht diese Kotzbewegung von den Leuten wenigstens mal Sinn. Auch mal eine Stadt, wo jedes Haus auf einem eigenen hohen Berg ist. Wenn ich hier solche Pünöppel baue, kann ich die miteinander verbinden? Also ich glaube, ich wüsste da eine effektivere Methode, aber ja, so funktioniert es auch. Ich kann mir nichts Beschisseneres vorstellen, als hier zu wohnen. Was ist das denn? Das ist scheiße. Hier passt doch auch ungefähr kein Mensch hin. Wir müssen halt hier jetzt auch Strom produzieren und die Sachen passen leider nicht oben drauf. Ich hoffe, euch gefällt der Geruch von meiner neuen Gasanlage. Das ist auch so lächerlich, dass ich hier eine Straße nach unten setzen muss und dann mitten unter unsere Türme weil diese ganzen Einrichtungen einen runden Wirkungsbereich haben, würde ich das außen hinstellen, wäre der Fahrtweg viel kürzer, aber dann würde es ja nicht funktionieren. Kann es sein, dass du dumm bist? Der Strommast kommt auch noch definitiv durch den TÜV durch. Warum ist denn das eigentlich die Stadt, die bis jetzt heute am besten funktioniert? Ach, und die haben schon wieder Kirchen vergessen. Omae wa mou shindeiru. Es ist halt nicht normal, wie viel Arbeiter die brauchen. Warum braucht die Kathedrale 100 Arbeiter? Die Grundschule 70 Arbeiter. Krankenhaus 1500. Reizhackelze fix. Das Ganze ist halt infrastrukturell ein kompletter Griff ins Klo. Und wir wollen uns natürlich steigern. Also kriegen wir das Ganze noch besser hin. Nein. Mit der knackigen 14-spurigen Autobahn. Wenn sie immer geradeaus geht, müsste das doch eigentlich einen richtig guten Verkehrsfluss ergeben. Und da kann man jetzt bequem mit der 50er Zone hochfahren. Insofern man schafft, sich hier nicht komplett aufs Fressbrett zu legen. Was ist das denn? Und ich habe doch gerade noch davon gesprochen, dass die Dienstleistungen einen Umkreis um sich herum haben und es nicht darum geht, wie lange sie auf der Straße bräuchten. Hier funktioniert überhaupt nichts. Ich bin halt zu lange gefahren auf Strecken mit 50 Grad Steigung. Da fließt das ganze Blut aus dem Hirn in die Wadel. Bau mal eine Stadt aus nur einer Straße. Also ich sehe nicht, was dagegen spricht, dass wir nicht einfach immer die fettesten Straßen nehmen. Ich mache die so in Schlangenlinien, weil wir haben ja gelernt, die Sachen müssen nah beieinander sein. Das Gute ist, dass man in dem Game eine Stadt hat, die komplett in sich geschlossen ist. Das heißt, man muss nichts nach draußen liefern. Heißt, es fahren nicht alle diese Straße ab bis zu einem genauen Punkt, wo man eben die Stadt verlassen kann. Das könnte halt hier echt gut funktionieren. Und da profitieren Leute wie ich, die einen Orientierungssinn wie eine Kartoffel haben. Wenn du dich verfährst, fährst einfach weiter, irgendwann kommst du schon an. Es würde halt so viel mehr Sinn machen, so Sachen wie Krankenhäuser auf die verschiedenen Straßenabschnitte zu verteilen, aber weil das Game ja so ist, dass die Sachen einen Umkreis um sich herum machen, muss ich einfach alles in die Mitte setzen. Super. Das ist doch absolut dämlich. Muss ich jetzt die Stromproduktion auch innerhalb von dieser Straße machen? Weiß ich nicht, wie lustig unsere Leute jetzt hier ein Atomkraftwerk fänden.
Aber das ist halt die Form von Energieproduktion, die am wenigsten Schadstoffe und Lärm macht. Und wenn wir alles in einer Straße behalten wollen, dann kann ich das ja nicht woanders hinsetzen. Das Atomkraftwerk braucht so einen kleinen Tümpel, um den Müll zu entsorgen. Bekommt das Spiel das mit, wenn ich jetzt hier mein Trinkwasser rausziehe? Lecker! Ich würde mal sagen, gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Also jetzt guckt euch mal die Range von einer Feuerwehrstation an. Und ja, das Game ruckelt auch bei mir so. Das sind halt 500 Meter. Du hast doch nicht alle 500 Meter eine neue Feuerwache. Ich hab Angst, dass mein Haus wegbrennt. Da drüben ist die Feuerwehr. Dummendus. Immerhin ist noch keiner an Demenz gestorben. Was ist das für eine Statistik? Ja, wie viele gehen nicht in die Arbeit? Wie viele Senioren haben wir? Wie viele Kinder? Und wie viele sind an Demenz gestorben? So, why? Wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Wenn ich meine Bewohner zur Impfung zwinge, dann sinkt deren Religiosität. Mit anderen Worten, wer geimpft ist, kommt in die Hölle. War ein Joke, bitte lass mich in Ruhe. Man braucht doch eigentlich nicht alle 20 Meter ein Umspannwerk, aber here we are. Unser Geografielehrer wollte damals immer mit uns ins Umspannwerk fahren und hat uns immer damit gedroht, wenn wir nicht brav sind und im Unterricht mitmachen, dann fahren wir nicht ins Umspannwerk. Als ob irgendwer außer ihm in dieses scheiß Umspannwerk fahren wollte. So, ich war vielleicht 14 Jahre alt, da denke ich mir nicht, oh, ist das Gleichstrom oder Wechselstrom? Let's find out. Ich habe jetzt noch einige Stunden versucht, die Idee umzusetzen. Wir haben auch mittlerweile einen anderen Tag und ich bin zu folgendem Ergebnis gekommen. Die Idee war scheiße, das Spiel ist aber noch viel schlimmer. Ha, ich habe dich erwischt. Dir hat das Video gefallen, sonst wärst du jetzt nicht mehr hier. Wenn du willst, kannst du mich also gerne abonnieren. Es würde mich riesig unterstützen und dann bekommst du solche Videos wie diese hier jede Woche.